Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke, und wir halten euch schon seit Wochen mit neuesten Informationen über den Fall RedTube hier auf dem Laufenden. Und es gibt wieder was Neues. The Archive AG, der Rechteinhaber, ist umgezogen innerhalb der Schweiz, und zwar von Bassendorf nach Weislingen. Und Weiterentwicklungen sind, dass offenbar auch die Geschäftsführer gewechselt haben. Der bisherige Direktor der Firma, Philipp Wieck, ist offenbar ausgeschieden, und neuer Direktor ist ein beninischer Staatsangehöriger namens Genguye Nuanagnon Sechiro Crespin. Das ist also der Name. Ich hoffe, der Mann weiß, worauf er sich hier eingelassen hat, denn es gibt noch weitere Neuigkeiten. Nach der Information der Zeitschrift Weiss ist es offenbar so, dass ein Schweizer Gericht jetzt gegen den Deutschen Philipp Wieck und Ralf Reichert, der im Kuratorium oder Aufsichtsrat von The Archive sitzt, ermittelt wegen des Verdachts auf bandenmäßige oder organisierte Kriminalität. Strafanzeigen in Deutschland gab es ja schon viele. Ermittlungen in Deutschland weiß man nicht so genau. Die Staatsanwaltschaften haben dazu sich noch nicht geäußert, inwiefern da schon die Ermittlungen aufgenommen worden sind. Aber die Schweizer, die sagen es jetzt ganz deutlich: Ja, hier sind Ermittlungen wegen bandenmäßiger und organisierter Kriminalität aufgenommen worden. Das könnte natürlich auch der Grund dafür sein, warum jetzt ein beninischer Staatsangehöriger der neue Direktor von The Archive AG ist und warum der ganze Laden umgezogen ist. Wir berichten es jetzt erstmal ganz neutral. Wir haben noch ein paar andere Informationen, die wir in Zukunft hier zum Thema RedTube verbreiten werden. Die sind noch nicht öffentlich. Wir prüfen dann noch ein bisschen was, aber da kommt noch was. Insofern, ja, abonniert den Kanal, wenn ihr da up to date bleiben wollt. Und falls euch diese Information gefallen hat, beziehungsweise falls ihr der Meinung seid, das könnte auch eure Freunde interessieren, dann teilt das Video gerne in den sozialen Netzwerken. Einstweilen danke ich euch fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Thank you.